Freunde, weiter geht die Wille Bootsfahrt in Resident Evil 6. Und wieder drehen. Hey. Achtung! Ach, du wieder. Er gibt auch nie auf. Nope. Anscheinend nicht. Und es regnet Gegner. Warum treibe ich nicht? Achtung! Irgendwer schießt auf uns! Schießt nicht auf uns, sie helfen uns! Vielleicht ihre Kumpels von der BSA. Oh, geschafft. Er wird erstmal gegrillt und erschlagen. Er fällt ins Wasser. Aber die anderen noch nicht. Hoffentlich bleibt er das. Ah ja. Nervig. Granatwerfer und sie sterben nicht. Zu dann das Ganze. Was war das denn? Hinterlässt er ein Gas? Das ist neu. Die Gefie ist auch tot. Da oben. Vielleicht war er das mit dem Gas. Okay, haben wir geschafft. So. Ein rotes habe ich. So, dann bin ich wieder voll. Hat zwar keine Heilung mehr, aber dafür komplette Energie. Na dann, fahren wir mal. Oh, wie es einfach noch lebt. Ups.
Warum will das nicht sterben? Ich sollte doch A drücken. Wofür war das jetzt gut? Wenn ich doch danach sterbe? Kann dieses Spiel mal aufhören, so gnadenlos sinnfrei zu sein? Mein Gott, ey. Oh ja, jetzt darf ich den... Da war gerade ein Licht oder sowas. Jerry Birkin, die Naivität in Person. Oh ey, dieses Drecksvieh. Hoffentlich war es das. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben sie mir das Leben gerettet. Keine große Ursache, mache ich doch täglich. Das ist der Treffpunkt. Magnum ist leer. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Dafür, dass du dieses Spiel endlich. Ja, genau. Ada. Wir werden uns beeilen. Dein Boss hat dich voll unter Kontrolle, hä? Huh? Noch. Gut, gehen wir. Ja, let's go.
Boah, dieses Spiel, das war ja schlimmer als der Große, der uns da die ganze Zeit verfolgt hat. Dieses Vieh halt auch einfach nicht sterben will. Warum kriegt Jake die ganzen widerstandsfähigen Bastarde, die einfach nicht krepieren wollen? Das ist doch nicht fair. Wenn es stimmt, was Leon über Simmons sagt, müssen sie fliehen. Egal, was passiert. Versprechen Sie es. Versprochen. Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein, aufhören! Beiden da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay. Wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zur Tür schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil Sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Los, weg hier! Auf keinen Fall. Sie haben es versprochen. War gelogen. Warum hat Jake eigentlich nicht so super kräftig wie Wesker? Ist super schnell, seine Hiebe machen einfach extrem viel Schaden. Ich hab Rang S erhalten, das erste Mal. Aber warum? Weil ich es schnell durch hab oder was? Weil Tode 5, ne? Weiß ich nicht warum, aber okay. Ich habe 24.000 Punkte. Na, Verteidigung Stufe 1 noch. War noch so ein bisschen drauf, dass ich meine Verteidigung mal auf Stufe 2 bringen kann. Kritischer Schaden ist schon maximal, das passt schon. Schusswaffe, Stufe 2. Höher die Stärke von Schusswaffen. Aber auf Stufe 3 75.000, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. In meinem Durchlauf jetzt mit Resident Evil 6. Höchstwahrscheinlich nicht. Bürgerhand. Erleichtert es, auf ein Ziel fixiert zu bleiben. Durchschlagen, Stufe 1. Geringfügige Erhöhung der Durchschlagskraft von Schusswaffen. Jabo-Vernichter. Ja. Ich glaube, mit meinem einen Asset laufe ich auch eigentlich die ganze Zeit ganz gut, weil der Rest... Ja. Hätte ich mir mal bloß keine anderen Sachen gekauft und die hier auf Maximalwert gesteigert, aber... Was soll's? Es ist, wie es ist. Machen wir einfach mal weiter mit der Kampagne. Wir sind in Kapitel 5, das vorletzte. Ne, das letzte, oder? Das ist Kapitel 4, war. Na doch, das letzte.
Tut mir leid. Ich habe Simmons vertraut. Ich hätte seine Lügen durchschauen müssen. An allem bin ich schuld. Du hast nur Befehle befolgt. Du dachtest, du tust das Richtige. Den Impfstoff finden, die Welt retten und all das. Was ist da gerade passiert? Frage ich mich auch, warum zieht ihr frei? Na klar. Holen sie sich ihre Waffen zurück. Als ob die uns mit Waffen hier gefangen nehmen. Das macht ja keinen Sinn. Da ist eine Marke, habe ich hier gesehen, aus dem Augenwinkel, da oben. Aber ich brauche dafür eine Waffe. Ich habe keine. Zack, nicht durch. Hey, das sind unsere Sachen. Wie kommen wir da rein? Da oben. Das musst du regeln, Sherry. Viel Glück. Die Ratten wissen nicht, wo sie hinwollen, weil die Rohre eine Hitbox haben. Die Viecher auch noch. Alles okay. Sicher? Hey, brich die Tür auf. Dann muss ich nicht durch den Luftschacht. Schlecht für ein Mädchen. Gern geschehen. Was ist passiert? Weil... Ja, geil. Cutscene und das Ding greift mich an. Finde ich halt echt nicht geil, sowas. So, wo ist das Ding? Da. Da ist zu, da kann ich nicht lang. Das ist eine Kiste? Ja. Einen Sprengsatz habe ich sogar noch. Den könnte ich gebrauchen. Weil von den Viechern kommen ja noch ein paar, glaube ich. Zumindest war es bei Chris der Fall. Oder war es auf dem Schiffstanker? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ob es hier war oder woanders. Wo ich irgendwas untersuche, durchsuche ich erstmal die Gegend nach Materialien. So, noch Munition für die Magnum. Jawohl, ja. Vorübergehende Stromumleitung zur Inkubationskammer. Zum Aktivieren des Aufzugs Reservebatterie anschließen. Reservebatterie? Wo ist das Ding bloß? Wir müssen sie wohl suchen. Okay. Reservebatterie 1 aktiviert. Aufladung 25%. Wir brauchen mehr. Verdammt.
jetzt kann ich da durch. Okay. Nicht praktisch, aber wir haben wohl keine Wahl. Wirklich? Anders geht es nicht? Na gut. Dass diese Viecher nicht sterben können. Also ich meine, sie sind tot in dem Sinne, dass sie rumliegen und rumjaulen, aber an sich leben sie ja noch. Geschafft. Gut. Dann haben wir noch 50% vor uns. Aber, war. Nö, nö. Wehleidige Jauchzen von denen. Okay, da muss ich lang. Dann gehe ich hier lang. Ist aber nix. Was soll die Musik denn jetzt? Das Ding hier hoch. Muss ja irgendwie, oder? Auf geht's. Lass zu. Okay, das muss ich alleine also machen. Oder ist es wahrscheinlich nur für das Secret hier? Ich habe lange Zeit keine Heilung mehr gefunden. Komme ich denn wieder zurück? Irgendwas betätigen? Runter. Sherry weiß nicht, was sie tun soll. Ihre KI flippt einfach mal komplett aus. Da, in C muss ich rein. Thank you.
Waren das 3 Stück gerade? Alter. Sick. Okay, aber ich hab sie alle fertig. Okay, die Granate noch einladen. Okay, fast geschafft. Jetzt geht die Tür wahrscheinlich auf. Geh. Okay. Noch ein Sprengsatz. Kann ich bei den Viechern ja echt gut gebrauchen. Hat er mir gesagt, dass ich hier rein muss? Hier war ich doch schon. Hier also. Au. Schwein. Ja genau, springt er mich an, die Sau. Und dann werde ich noch verkloppt. Ey, ich glaub's nicht. Waren es jetzt alle? Ich glaube schon. Ich habe festgestellt, wie die so komisch grau sind, dann machen die keinen Anstalt mehr. Dann sind sie definitiv fertig. Und bauen sich nicht mehr zusammen. What? Dein Ernst? Vielleicht sollte ich schnell das erledigen, wofür ich eigentlich hergekommen bin. Die wartet schon hier geduldig. Kann ich den Hebel denn nicht betätigen? Was fehlt mir denn? Muss ich auf die andere Seite oder was? Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Dass Sherry schon hier ist. Das heißt, ich muss zurück und nochmal mit dem Ding auf zur anderen Seite.
Das ist ja kacke. Oh ja, genau. Boah, ey. Also nur für kurze Zeit tot. Wie mir scheint. Braucht man einen Lift. Machen die mich hier fertig? Oder ich gehe einfach. Ist hier richtig? Ja, ich glaube, das führt zur anderen Seite. Na, ja, das sieht gut aus. Geschafft. Auf B. Okay. Besiegen Sie die BOW. Warum? Dann halt in der Magnum. Aber was denn jetzt noch? Was ist denn das Kran-Ding? Ja dann. Auf geht's, komm. Meine Geduld ist am Ende, Kumpel. Oh mein Gott. Haben wir es endlich geschafft. Okay. Ich bin schon ein bisschen über der Zeit, aber ich wollte es jetzt noch gerne hinter mich bringen. Diese ganze Aufzugfahrerei und diese Gegner. Oh Gott. Chris! Freut mich, Sie wohl aufzusehen. Moment, haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Sie sind Ihrem Vater ähnlich. Woher wussten Sie wo? Halt, Moment mal. Hast du ihn gekannt?
Ja, habe ich. Und ich habe ihn getötet. Du warst es. So ist es. Chris? Er sollte nicht so laut kläffen. Wir regeln das unter uns. Los. Schießen Sie. Sie haben allen Grund. Aber Sie müssen am Leben bleiben. Sonst ist alles verloren. Du wagst es, mir Befehle zu geben! Aufhören! Waffe runter! Los! Was war's? Hast du nur Befehle befolgt? Oder war es persönlich? Beides. In 3 Sekunden jag ich Ihnen eine Kugel in den Kopf! Mit der Waffe. Waffe runter! Hier geht es um viel Wichtigeres als dich und mich. Wir müssen weg! Jake! Ich weiß! So, jetzt wurde gespeichert und jetzt mache ich erstmal ein Päuschen und sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei Resident Evil 6. In der nächsten Folge geht es ins Finale, denke ich mal. Je nachdem, wie ich dann durchkomme. Weil Chris und sein Kumpel, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, schon vergessen, so unwichtig war er. Kämpfen ja gegen den riesigen Boss am Ende. Und was wir machen, weiß ich noch nicht, aber das sehen wir dann. Also schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei Resident Evil 6 und bis zum nächsten Mal. Ciao!